Ein Kia Picanto, mittlere Ausstattung, ja mittel, das ist schon fast untertrieben, denn im Vergleich zu vielen anderen Kleinwagen hat der schon fast Vollausstattung, aber es ist immer noch die mittlere. Hier ist Tobias Klein, grüß dich Tobias. Ja, hallo Sven. Du sagst es richtig, also für einen mittleren Ausstattungsgrad, gerade im Kleinstwagensegment, bietet Kia hier einfach eine Top-Ausstattung. Fangen wir vielleicht äußerlich an, also es sind schon Nebelscheinwerfer mit drin, was nicht selbstverständlich ist. Das Fahrzeug steht auf Leichtmetallfelgen. Wir haben Privacy-Verglasung, also getönte Scheiben ab der B-Säule, und dann macht er optisch schon ein bisschen was daher. So ist es. Ihr habt eine Metallic-Lackierung, die ist hier mit drin. Das kann ich sehen, die ist sehr schick. Ich habe im Prinzip hier ein Fahrzeug für Menschen, die ein kleines Auto möchten. Es gibt ja auch Leute, die brauchen kein Riesenauto, weil sie sagen, hey, ich brauche es vielleicht nur, um auf die Auto zu fahren, auf entsprechende Arbeit zu fahren. Es geht ja auch ums Geld. Wir reden hier knapp über 13.000 Euro. Aber ich will ein bisschen Luxus haben im Auto. Das ist hier gewährleistet. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Er hat 5 Türen, was ganz praktisch ist. Also wenn ich mal was mitnehmen möchte, zum Beispiel einen Einkauf einladen möchte, muss ich keinen Sitz umklappen. Genau, Fahrzeug gibt es auch nur als 5 Türer, also Picanto wird nicht mehr als 3 Türer angeboten. Und wie du es eben schon sagst, also die Kundengruppen sind breit gefächert. Wir haben hier, sage ich mal, die Fahranfänger, die ein Fahrzeug irgendwo knapp über 10.000 Euro suchen. Andernfalls haben wir aber auch, sage ich mal, Kunden im mittleren Alter, bei denen das Fahrzeug einfach nur als Mittel zum Zweck dient. Und dafür können wir hier ein super Produkt hinstellen. Aber was ist denn so mittleres Alter für dich? So ich? Mitte 30. Ach, Mitte 30? Da bin ich ja schon Opa. Ja, warte mal. Ja, ich bin ja schon Opa. Ecodynamics, was heißt das? Genau, also in diesem Ausstattungsgrad ist die Start-Stopp-Automatik schon verbaut. Fahrzeug wird also an der Ampel oder auch im Stau, sobald ich den Gang rausnehme, den Motor ausschalten und wenn sie einkuppeln, wieder einschalten. So, der hat eine ganz neckige Möglichkeit, den Kofferraum zu öffnen. Mach mal auf. Denn das ist nämlich im Griff versteckt. Da sieht man auch die Privacy-Verglasung, schön dunkel. Kann ich nicht reingucken. Ja, viel Platz ist ja hier nicht mehr, muss man sagen. Nee, ist schon für einen Kleinstwagen viel. Ja, also verglichen mit anderen Kleinstwagen haben wir hier wirklich einen Top-Kofferraum. Normal haben wir im Showroom hier auch immer 2 Sprudelkästen nebeneinander drin stehen, um eben zu zeigen, dass das Ganze machbar ist. Jetzt habe ich hier die geringstmögliche Ladekante. Wenn man aber wirklich auf dem Platz aus ist, kann man hier wie bei fast jedem Kia auch den Ladeboden verstellen und macht nochmal hier bestimmt 15 cm gut. Cool. Das heißt also, ich kann tiefer einladen und kann damit auch einen Kasten dann auch mal versenken oder kann es dauerhaft zulassen, wenn ich will. Genau, ich kann es auch dauerhaft zulassen. Es wird halt in dem Kofferraum alles genutzt. Auch, sage ich mir, hier links und rechts haben wir so kleine Fixiernippel verbaut, sage ich mal, wo man auch Einkaufstüten einhängen kann, dass sie nicht durch den Kofferraum fliegen. Ich kann die Hutablage rausnehmen. Ich kann trotz Kleinstwagen hier die Rücksitzbank umlegen. Mach mal, das will ich mal sehen. Weil die Frage ist, jetzt habe ich denn doch mal einen größeren Einkauf, den könnte ich ja auf den Rücksitz legen. Aber ich könnte, wenn ich jetzt was durchladen möchte, mach das mal gerade, einen Ticken nach vorne und umlegen kann. Und jetzt habe ich den Platz. Ja, und damit habe ich natürlich eine tolle Lademöglichkeit auch beim Kleinstwagen. Genau, wenn ich jetzt den Kofferraumboden wieder hochnehme, habe ich auch eine ebene Ladefläche und kann mir hier im Notfall auch behelfen. Gut, das habe ich verstanden. So, ich steige mal hier ein. Der Tobias kommt mal auf die andere Seite. Das ist uns hier so eine Klavieroptik, die ist hier mit drin. Und ich habe hier so eine Optik, praktisch gebürstetes Alu so ein bisschen mit drin. Und habe ein Multifunktionslenkrad. Genau, ist ein Multifunktionslenkrad, auch schon mit einem Lederbesatz, genau wie der Schaltknopf ist aus Leder gefertigt. Ein Multifunktionslenkrad kann ich auf der linken Seite mein Radio steuern, auf der rechten Seite ein Bordcomputer. Also ich kann hier auch Verbrauchswerte abrufen, Reichweiteinformationen und so weiter. Und ansonsten bietet das Fahrzeug auch schon jede Menge Komfortausstattung. Also wir hätten eine Sitzheizung für Fahrer an Beifahrerseite, daneben eine Lenkradheizung und die Start-Stopp-Automatik, die wir eben angesprochen haben. Ansonsten ist eine manuelle Klimaanlage verbaut, eine Freisprecheinrichtung, Dämmerungssensor und in der Dreamteam-Variante auch schon diese schöne Optik, sage ich mal, mit dem Klavierlagelementen. Der noch stundenlang hier aus dem Auto filmen. Gut, ist ein Kleinstwagen, muss man fairerweise sagen. Also die Leute, die so einen Kleinstwagen möchten, die wissen, was sie wollen. Ganz klar. Und das wird hier ganz klar erfüllt. Wir haben winzige Abmaße. Er ist unglaublich handlich, hat eine Klimaanlage mit drin. Ich steig nochmal aus. Komm nochmal raus, Tobias. Er hat einen abschaltbaren Beifahrer-Airbag. Isofix. Ist auch hinten auf den beiden äußeren Sitzen verbaut.
Sagen wir im Kleinstwagenbereich, ich persönlich bin relativ groß und habe für meine Körpergröße lange Beine. Also ich finde in wenigen Kleinstwagen Platz. Man kann es gerne ausprobieren. Komm mal, das würde mich mal interessieren. Du bist 1,86 groß und du hast jetzt gerade vorne drin gesessen. Ah nee, du hast den Sitz ein bisschen, glaube ich, nach. Warte mal, das ist jetzt ganz normal. Also da ist schon sehr komfortables Fahren. Ich persönlich sitze immer ein bisschen näher dran. So. Und selbst für diese Kleinstwagenklasse mit relativ langen Beinen finde ich hier ohne Probleme Platz. Jetzt ist es so, dass in vielen Kleinstwagen sind die Lenkräder nicht verstellbar. Also ich selber habe einen Kleinstwagen deutscher Fabrikation, schon ein bisschen älter. Da kann ich nur, ich glaube, ich kann nur rein raus verstellen, aber nicht die Höhe. Wie ist es hier? Also ich kann hier nur die Höhe verstellen, aber durch die Anordnung von der Rücksitzbank und so weiter habe ich einfach trotz Kleinstwagen jede Menge Platz. Mach mal bitte. Ich spreche das deswegen an. Ich habe ja den Vergleich, wir handeln mit Gebrauchtfahrzeugen aller Marken und ich finde in keinem Kleinstwagen so viel Platz wie im Kia Picanto. Cool. So, ja, ich habe keine Fragen mehr. Sogar elektrische Fensterheber sind mit drin, elektrische Spiegelverstellung ist mit drin. Das heißt also, ich habe wirklich im Vergleich zu vielen anderen Kleinstwagen eine Vollausstattung, die man halt braucht. Servolenkung? Servolenkung. Der Fahrersitz ist auch höhenverstellbar, was auch nicht bei den Kleinstwagen. Ach, der Fahrersitz ist höhenverstellbar. Ist höhenverstellbar, ja. Okay. Und wir können hier noch mit den Motorvarianten spielen. Also gut, der hat wahrscheinlich 300 PS, der Wagen. Nee, also es ist der Vierzylindermotor mit 84 PS, 1,2 Liter. Es gibt allerdings noch einen 1-Liter-Motor, einmal als Saugvariante mit 67 PS oder als Turbo-Variante sogar mit bis zu 100 PS. Ich zeige es mal gerade. CO2-Effizienzklasse C, allerdings 5 Liter Verbrauch. Also ich glaube, das ist realistisch, oder? Bei so einem kleinen. Das ist hier auf jeden Fall realistisch. Da braucht man nicht mehr viel drauf zu rechnen. Ansonsten, wie gesagt, von den Effizienzklassen her wäre der 1-Liter-Motor aufgeladen oder auch als Sauger noch mal ein bisschen effizienter, weil es einfach neuere Technik ist, wobei man hier vom Kraftstoffverbrauch her nicht meckern kann und ich komme auch in jede Stadt rein. So, wir haben Corona-Zeit, 3.4.2020. Euer Laden ist zwangsgeschlossen worden, wie alle, muss man sagen, nicht nur euer Laden. Deswegen drehen wir heute die Videos, machen virtuelle Rundgänge. Du hast mir gesagt, ruhig mal anrufen, da ist noch ein bisschen was drin. Genau, ich meine, das müsst ihr dann erfragen. Ihr seid telefonisch erreichbar, ihr arbeitet komplett, die Werkstatt ist rappelvoll, muss man sagen. Also ihr habt noch Platz natürlich in der Werkstatt, aber ihr habt gut zu tun, aber der Verkauf ist geschlossen. Also sind froh, dass es in der Werkstatt dann zumindest weiterlaufen kann. Also wir nehmen Termine weiterhin ganz normal an und versuchen auch im Bereich des Neuwagen- oder Gebrauchtwagenverkaufs auf jeden Kunden, soweit es geht, eben einzugehen. Also einfach mal anrufen, E-Mail schreiben oder das Chatfenster auf unserer Internetseite benutzen und dann können wir Ihnen auch über E-Mail oder sonstige Postwege gerne Angebote übermitteln. Ja, wir drehen heute noch ganz viele Videos und zeigen mehrere Ausstattungsvarianten von Fahrzeugen, die ihr auf Lager habt. Heute der Picanto in der Ausstattung Dream Team und ja, der Preis 13.490, aber rufen Sie am besten an. Tobias hat gemeint, ja, in Corona-Zeiten, da können wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Ja, so ist es. Aber wie viel werdet ihr dann erfahren? Preise sind immer verhandelbar, nach unten und nach oben natürlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.